Tipp Nummer 1. Ihr könnt die Arbeitsgeschwindigkeit in den Shops anpassen. Jeder Shop hat hier einen als standardgemäß als Arbeitsmodus gemäßigt drin. Das Servicetempo liegt dabei lediglich auf 60% und die Instandhaltungskosten im mittleren Bereich. Wenn ihr jetzt seht, ihr kennt es bestimmt, die Shops sind restlos überfüllt. Und bei mir ist es auch teilweise so, ich habe Shop an Shop an Shop gebaut und trotzdem konnte ich einfach diese Warteschlangen nicht verkleinern. Die Leute sind aus dem Park gegangen, weil sie Hunger hatten, Durst hatten und noch mehr Shops konnte ich nicht platzieren. Und dann kann man sich ganz einfach Abhilfe schaffen und den Arbeitsmodus auf zum Beispiel schnell stellen. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen, das Servicetempo geht hoch, aber auch die Instandhaltungskosten. Trotzdem kann eben so ein Shop deutlich mehr abfangen an Publikum, als wenn ihr das eben auf der Standardeinstellung gemäßigt stehen habt. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum sollte man überhaupt jemals die Geschwindigkeit runterstellen? Das macht tatsächlich auch Sinn, wenn ihr Shops an Orten habt, wo einfach noch nicht so viele Leute vorbeikommen, aber trotzdem ihr die Leute versorgen wollt und ihr vielleicht, wie ich gerade, rote Zahlen schreibt, dann könnt ihr auch den Arbeitsmodus, ich mache es jetzt mal hier beispielhaft, runterstellen. Und spart riesige Kosten. Kommt immer nur vielleicht ein Besucher hin und wieder vorbei, könnt ihr quasi von 150 auf 50 Dollar monatlich Instandhaltung kommen. Das ist ein schnelles Tool, um einfach die Shops an eure Bedürfnisse anzupassen. Ich habe ganz lange gedacht, dass ich das nicht hochsetzen kann, weil dann mein Personal unzufrieden wird. Doch das Personal in den Shops hat überhaupt keine Zufriedenheit. Es geht lediglich um die Instandhaltungskosten und um das Servicetempo, was sich ändern. Und ihr seht es hier, ich habe jetzt beide Shops auf Gestress gestellt. Voilà, die Menschenmasse ist weg. So einfach kann es gehen. Also es ist immer noch was los, aber so einfach könnt ihr die Leute in eurem Park glücklich machen, ohne dass sie eben wieder weggehen, weil die Warteschlangen bei den Shops überfüllt sind. Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass das Personal einfach an Aufgaben vorbeimarschiert. Hier sieht man es. Die gute Dame will einen Mülleimer leeren und lässt jeglichen Dreck unterwegs einfach liegen. Und ich wundere mich, warum meine Wege nicht sauber werden, obwohl das Personal ja riesen Strecken zwischendurch abläuft und einfach alles liegen lässt. Das könnt ihr ganz einfach beheben, indem ihr Aufgaben zuteilt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Dame darf jetzt nur noch Abfall aufheben, dann funktioniert das Ganze deutlich besser. Ihr habt also eine viel gesteigertere Effizienz, denn die Dame ist jetzt nur mit dem Abfall beschäftigt und wie man sieht, es klappt deutlich besser. Also sie sammelt alles nacheinander auf, statt hier den ganzen Dreck liegen zu lassen, um zu diesem Mülleimer zu gehen. Ihr könnt also wirklich euer Personal definitiv effizienter einsetzen, wenn ihr jeweils Aufgaben zuordnet. Das Ganze geht, wenn ihr hier unten auf den Reiter Personal klickt und dann auf das Zubehör, könnt ihr quasi für jedes Personal einstellen, auf was es sich spezialisieren soll. Wenn euer Park natürlich größer ist, könnt ihr, Abfall hatten wir ja jetzt schon, könnt ihr für jede Kategorie quasi eine Person spezialisieren. Ist euer Park noch kleiner und ihr habt noch nicht so viel Personal, dann ordnet eben jeweils zwei Aufgaben zum Beispiel zu. Oder hier eben in dem Fall, ich würde jetzt zum Beispiel Abfall und Erbrochenes zusammentun, denn beides liegt ja nun mal am Weg rum. Genau. Dadurch, dass ihr das Personal dann eben auf etwas spezialisiert habt, habt ihr es viel effizienter gemacht und euer Park wird wieder sauber. Eine weitere wichtige Sache, die ihr vornehmen könnt, ist, dass ihr euer Personal verbessert. Nennt sich im Spiel Impossifizieren. Ich wusste es ganz lange nicht. Hier oben auf dem Pinsel kann man alles Mögliche verbessern, unter anderem das Personal. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir können die Animateure verbessern, dann kriegen die nämlich auch so ein schönes Kostüm und sehen nicht so langweilig aus. Zack. Und dadurch bekommt euer Personal nochmal zusätzliche Fähigkeiten. Das können wir hier auch sehen. Und zwar jetzt zum Beispiel beim Animateur.
Wenn wir den verbessern, erhöht sich der verdiente Spaß beim Unterhalten von den Besuchern. Ganz wichtig, denn wir brauchen Spaß, um in der Parkstufe aufzusteigen. Und erhöht den Spaßboost bei Auftritten für Besuchern. Also beides ist für den Spaß zuständig, den wir für unsere Parkstufe brauchen. Kleiner Hinweis noch zum Animateur. Ihr werdet später auch weitere Kostüme freischalten. Das heißt, ihr habt dann auch hier die Möglichkeit, den Animateur eben ja andere Kostüme wie das Captain Twinkle anzuziehen. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob man auch die Fähigkeiten der anderen Personalangestellten verändern kann, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man auch das im späteren Spielverlauf freischalten kann. Wir schauen uns jetzt noch an, was die anderen Verbesserungen sind. Es gibt für jeden Personaltyp mindestens eins. Das ist eine Rettungskraft. Und die Rettungskraft ermöglicht es, dass die Heilung aller an Neurophorie erkrankten Besuchergruppen in der Nähe der Rettungskraft möglich ist. Das heißt, die ist nicht mehr nur für eine Person quasi zuständig, sondern sie kann sich direkt um mehrere Personen kümmern. Das ist auf jeden Fall auch ein Upgrade. Dann schauen wir uns noch an unsere Reinigungskräfte. Die Impossifizierung unserer Reinigungskräfte sorgt dafür, dass das Leeren der Mülleimer effizienter wird. Jetzt hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, dass man das Personal spezialisieren soll. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, den Impossifizierten Erbrochenes beseitigen zu lassen. Die sollte dann natürlich auch entsprechend für die Mülleimer eingeteilt werden. Gleiches bei der Rettungskraft. Die sollte dann nicht... gucken wir es uns gerade an. Die sollte dann eben auch eingeteilt sein, dafür die Neurophorie zu heilen und nicht nur die anderen beiden Dinge. Achtet da drauf, sonst bringt euch eure Impossifizierung nichts und das wäre ja schade. Denn, Achtung, auch die Impossifizierung kostet mehr Instandhaltung. Und zum guten Schluss noch unseren Techniker. Der sorgt dafür, dass die Instandhaltung der Attraktionen effizienter wird und auch die Reparaturgeschwindigkeit für Attraktionen verbessert wird. Dementsprechend auch bitte hier wieder drauf schauen, dass eben die Attraktionen hier repariert werden und nicht nur die Shops. Tipp Nummer 4. Auch hier im Personalreiter könnt ihr einiges ändern, was die Effizienz eures Personals erhöht. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, dem Personal höheres Gehalt zu zahlen. Und wenn ihr das, ihr seht das schon, sobald ihr über die jeweiligen Gehälter drüber geht, seht ihr, was das an Effizienz ausmacht. Ich dachte auch hier wieder, das höhere Gehalt wäre nur da, um unser Personal bei Laune zu halten. Doch unser Personal hat überhaupt keinen Launebalken. Und ein höheres Gehalt sorgt für höhere Effizienz. Zusätzlich noch wichtig zu wissen, auch die Erfahrung unseres Personals sorgt für Verbesserung. Man sieht es hier, das ist jetzt eine fast vollständig erfahrene Kraft, ein Experte. Und der hat eine Effizienz von 125%. Und das heißt, es macht natürlich gerade Sinn, dass ihr dieses Personal, was viel Erfahrung besitzt, dass ihr genau dieses auch diesem auch ein höheres Gehalt gibt, um die Effizienz quasi so doppelt zu nutzen. Und auch die Impossifizierung macht natürlich Sinn, genau diesem Personal mit der höheren Erfahrung zu geben. So könnt ihr das volle Potenzial eures Personals ausschöpfen. Auch hier gilt, wie bei der Preisanpassung der Shops, seid ihr vielleicht noch ein kleiner Park und habt gerade finanzielle Schwierigkeiten, euer Personal hat gar nicht viel zu tun, könnt ihr natürlich auch geringeres Gehalt zahlen, um einfach weniger Kosten zu haben. Und ihr habt aber dann auch dementsprechend die geringere Effizienz. Braucht ihr aber die volle Effizienz gar nicht, macht es ja auch vielleicht Sinn, dort runterzugehen. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, baut Personalräume überall in eurem Park verteilt. Gerade wenn euer Park sehr groß ist, kann es sein, dass euer Personal einfach an Müll, an seinen Aufgaben quasi vorbeiläuft. Aus dem einfachen Grund, weil die Energie zu niedrig ist. Ihr seht es hier, die gute Dame ist erschöpft.
Die läuft jetzt eigentlich nur noch bis zum nächsten Personalraum, der sich ganz hier vorne befindet. Sie hat schon einiges an Müll hier unterwegs liegen gelassen. Und ja, wie gesagt, gerade wenn euer Park sehr, sehr groß ist, kann es also passieren, dass ja euer Park einfach nicht sauber gehalten wird. Das sind jetzt viele Wege, die sie auch machen musste, ohne dass sie was getan hat, weil der nächste Pausenraum zu weit weg ist. Wir platzieren jetzt ein paar Pausenräume, findet ihr unter Shops und Einrichtungen, Reiter, Service und Personaleinrichtungen. Und dann könnt ihr die überall im Park verteilen, sodass das Personal, sobald es müde ist, sich neue Energie holen kann, um dann direkt weiterzumachen und die Laufwege einfach klein zu halten. Ich mache das hier mal beispielhaft. Also nicht wundern, ihr müsst vielleicht nicht so enge Abstände nehmen. Probiert es ein bisschen aus. Ihr werdet sehen, also ich finde, man sieht immer, wenn Teile des Parks vollkommen verschmutzt und verwahrlost sind oder auch wenn einfach Animateure nicht da lang gehen, wo sie sollen, dann liegt das häufig einfach daran, dass die Pausenräume zu weit entfernt sind und die gar nicht in die Bereiche kommen, die ich möchte, ohne dass sie quasi vorher wieder zu ihrem Pausenraum zurücklaufen müssen. Also auch ein ganz, ganz wichtiges Tool, dass euer Personal auch wirklich effizient arbeiten kann, ist, dass ihr genug Pausenräume im ganzen Park verteilt. So, das waren meine 5 Tipps. Ich habe lange gebraucht, die rauszufinden und das sind so Kleinigkeiten, die so viel verändern können. Ja, also ich hoffe, dass euch das weiterhilft, wenn ihr auch diese bekannten Probleme habt von langen Schlangen. Ihr seht, hier unten ist immer noch gelöst. Ich weiß, ja, hier liegt jetzt immer noch viel Müll rum. Man muss natürlich sagen, ich habe den Park jetzt nur erstellt, um euch das quasi zu zeigen. Für so eine Größe an Park müsste man einfach auch nochmal mehr Reinigungspersonal einsetzen. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem gesehen, was das für Riesenunterschiede macht, wenn man an dem ein oder anderen Hebel dreht oder das ein oder andere Personalgebäude platziert. Übrigens, das Personalgebäude kostet im Bau lediglich $50 und hat keinerlei Instandhaltungskosten. Also quasi ist es geschenkt und ihr könnt damit so viel Arbeitskraft quasi einsparen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Däumchen da, auch gerne ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao, eure Auriaco.